Ja, wieder Lösungsverfahren und der Ausdruck, der ein Quadrat, ein x und eine Zahl hat, hat ein komplett eigenes Video, weil es eben mehrere Möglichkeiten gibt. Ihr werdet wahrscheinlich die ganz zum Schluss mit dem Taschenrechner bevorzugen. Trotzdem nochmal auch quadratische Ergänzung und PQ-Formel dabei. Bei der quadratischen Ergänzung müsste man vielleicht nochmal ein eigenes Video anschauen, falls man die als Pflicht machen müsste. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, alle mit reingenommen. Entscheidet dann selber oder hakt selber nach, fragt mal nach, was ihr machen dürft, machen müsst. Der Ausdruck ist 2x² minus 8x minus 10 gleich 0. Auf jeden Fall, wenn ich die quadratische Ergänzung oder die PQ-Formel mache, auf jeden Fall vorher durch 2 teilen. Es würde normieren heißen, falls das Wort auftaucht, dass vor dem x² vorne nichts mehr steht. X² minus 4x minus 5 gleich 0 kommt raus. Und jetzt kommt dieser quadratische Einschub, nämlich immer zwischen den letzten beiden Gliedern, nämlich nach dem, wo nur ein x steht und vor dem, wo nur die Zahl ist, kommt der Einschub. Der Einschub ist ja immer das, was vor dem x steht, die Zahl, in dem Fall die 4 ohne Vorzeichen, durch 2 hoch 2. Nochmal, die Zahl vor dem x durch 2, immer durch 2 hoch 2, einmal plus, einmal minus. Genau der gleiche Ausdruck. Wer sich immer noch darüber wundert, warum das hier gleich 0 ergibt und eigentlich keinen Sinn macht, vergesst es erstmal. Einfach wirklich nur der Einschub plus die Zahl, die vor dem x ist, durch 2 hoch 2, minus die Zahl, die vor dem x ist, durch 2 hoch 2. Der Rest wird übernommen. Der eine Teil von dem Einschub wandert jetzt nach vorne und ergibt x minus 2 hoch 2. Warum? X minus 4 durch 2 ist 2 hoch 2. Das wäre ein Binom und ausmultipliziert wieder genau dieser Ausdruck hier. Man kann sich auch ganz einfach merken, das x Quadrat wird zu x. Der Mittelteil brauchen wir nicht mehr. Das, was in der Klammer steht, geteilt 4 durch 2 im Taschenrechner gibt 2, kommt hier hin. Das Vorzeichen, was hier vorne steht, taucht auch in der Klammer auf. Immer das gleiche Prinzip, hoch 2. Den Rest muss ich ausrechnen im Taschenrechner, ergibt minus 9. An dieser Stelle her haben wir jetzt einen Ausdruck, den wir dann wieder umstellen können. Es gibt auch noch eine andere Version. Ich finde die jetzt am einfachsten, die Zahl rüberholen. Danach an dieser Stelle jetzt das hoch 2 wegbekommen durch Wurzel ziehen. Nur wenn hier ein positiver Ausdruck ist, Notiz machen, dann haben wir auch eine Lösung. Die Wurzel aus einer positiven Zahl ist sowohl positiv, also x minus 2 bleibt übrig gleich Wurzel aus 9 ist 3, als auch x minus 2 gleich minus 3, denn die Wurzel aus 9 ist 3 und minus 3. An diesen Stellen einfach nur noch die Zahl rüberholen, plus 2 rüber ergibt 5, plus 2 rüber, minus 3 plus 2 ergibt minus 1. Schon mal vielleicht für manche eine angenehmere Version ist die mit der PQ-Formel. Ich habe jetzt schon durch 2 geteilt übernommen, x² minus 4x minus 5 gleich 0. Die PQ-Formel steht ja auch in der Formelsammlung, minus p halbe plus minus Wurzel aus, p halbe hoch 2 minus q. Als Lösungsformel für so einen Ausdruck, wie ich ihn ja auch in der Übersicht schon geklärt habe, x², x und eine Zahl. Auf jeden Fall normiert, also das, was vor dem x² ist, weg. Jetzt ganz wichtig, deshalb habe ich einen Kreis drum gemacht, die Zahl vor dem x markieren mit Vorzeichen und die Zahl nach dem x mit Vorzeichen markieren, jeweils der p- und der q-Wert. Jetzt muss ich die Werte wirklich nur noch einsetzen entsprechend, ergibt minus aus der Formel für p minus 4 halbe plus minus Wurzel aus für p minus 4 halbe hoch 2 minus aus der Formel und für q minus 5. Hier ist also alles rund um Vorzeichen mit beachtet. Schöner ist es vielleicht, wenn hier ein Plus steht. Hier ist wirklich alles dabei. Ganz exakt markieren, einsetzen, dann kann nichts passieren. Jetzt die Taschenrechnereingabe ergibt auch 5 und minus 1, genau wie hier. Ja, die letzte Version ist dann wahrscheinlich die schönste. Die angenehmste, weil man nicht so viel machen muss, wenn es denn wirklich erlaubt ist. Ich brauche noch nicht mal zu normieren, sprich vor dem x² die Zahl wegzuteilen, denn im Taschenrechner habt ihr ja die Möglichkeit unter der Eingabe Mod, dafür mache ich nochmal ein eigenes Video dann im Detail, dann auf die
Version zu gehen, Nullstellenverfahren mit quadratischem Teil. Wichtig ist nur, dass ihr wieder mit Vorzeichen A, B und C-Wert in diesem Falle die Zahlen richtig rausschreibt. Die 2, die minus 8, die minus 10, Taschenrechnereingabe führt euch auf das gleiche Ergebnis.